Hallöchen und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir befinden uns wieder einmal in einem Vierer-Battle. Ja, die zweite Runde steht an. Leo hat, glaube ich, gerade kurz sein Team ausgewechselt. Und jetzt bin ich mit Krasic auf einer Seite gegen Moritz und Leo. Das kann ja was werden. Ich glaube, wir haben alle noch unser altes Team. Leo ist der Einzige, der das ausgetauscht hat. Okay. Gut, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass Krasic wieder mit der übelsten OU-Power auftreten wird. Deswegen chill ich mal ein bisschen mein Leben. Und nehme Monarch Goras mit. Ich nehme Florence mit und ich nehme Yggdrasil mit. Drei wunderschöne... alle drei sind shiny. Wow, fällt mir gerade auf. Cool. Haben wir ein komplettes Shiny-Team beisammen. Eigentlich sind alle meine Pokémon Shiny, die ich dabei habe. Krass. Wow, was für ein Zufall. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das gehen wird. Alter, krass, jetzt so unglaublich, ne? Durengard, Uber, Greninja, Uber, Mega Kangama, Uber, Talonflame, heftigstes OU. Wow, Krasic ist echt ein Typ, ey. Der bringt immer die heftigsten OUs mit, ey. Das ist nicht mehr normal. Okay, Leute, wir beginnen den Kampf gegen Leo und Moritz. Jetzt bin ich mal gespannt. Pokebot und Metagross, okay. Dieses Mal, das ist ein anderes Metagross. Das ist nicht Shiny, das ist nicht Moritz seins demnach. Okay, auf jeden Fall haben wir die Shiny Power auf unserer Seite in dem Kampf. Und jetzt ist die Frage, ich werde für einen Drachentanz gehen, da mir irgendwie keins der Pokémon wirklich gefährlich werden kann. Ich glaube, dass er das hier Krasic für ein Tatami-Schild gehen wird, um die erste Runde über die, rüber zu bringen, über die Bühne zu bringen. Ich bin sehr gespannt, ob das mega Meter groß ist. Alter, diese Power, die bringen die Jungs hier, ne? Keiner will verlieren anscheinend. Eieieiei. Dabei geht's doch gar nicht ums Gewinnen oder das Verlieren. Es geht nur um den Spaß. An einem Abend, wie spät haben wir eigentlich? Ja, wahrscheinlich schon Mitternacht oder so. Und wir zocken hier immer noch. Das ist doch geil, oder? So eine Community. Unglaublich. Das ist doch einfach super, wenn man so eine Community hat, mit der man irgendwann in der Nacht so ein Vierer-Battle zocken kann. Ich glaube, das macht auch allen Beteiligten Spaß, denn in der Regel kommt man nicht so oft zu Vierer-Battles, da man da halt nur die Freundesliste abfragen kann und halt die anderen hier, die Liste von den Kumpels, von den Bekannten meine ich. Und warum hat er kein Tatami-Schild eingesetzt? Ich hätte beide zerreißen können in der folgenden Runde, aber okay. Magneton switcht mit einem Voltwechsel raus. Und ich habe einen Gedrachentanz des Monagoras auf dem Feld. Bugs. Okay, das Ding hat Hausbruch und Robustheit auf jeden Fall. Steigerungshieb. Eieiei. Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wird er mich mit einem Hausbruch outspeeden? Ist das Ding so schnell? Ich weiß nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Eiszahn sehr effektiv sein müsste auf dieses Pokémon, ne? Denn wie ich weiß, resistet Stein kein Eis. So, und jetzt kommt der Eiszahn. Der sollte sehr effektiv sein. Vielleicht sogar flinchen. Nein, es... ist... wow, es ist ein Volltreffer. Es ist kein... es ist nicht sehr effektiv. Okay, Feuerzahn auch nicht, weil Stein resistet ja Feuer. Okay, okay, dann habe ich mich geirrt. Auf jeden Fall wird jetzt der Hausbruch kommen. Das Ding ist ultra schnell, aber wird es mich outspeeden? Wird es mich outspeeden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kenne das Bugbuzz ja noch, oder wir kennen es ja noch. Wir haben das ja schon mal sehen dürfen in einem Battle. Und jetzt müsste Moritz mal wählen, was für ein Pokémon er denn einsetzen möchte. Hm.
Makit, okay. Oder ist es Leo? Nee, das ist Moritz, oder? Ja, das ist Moritz auf jeden Fall. Okay. Gut, dann kommt jetzt... warte mal, Giftzahn ist doch der stärkste Zahn, oder? Oder sind die alle gleich? Nee, Giftzahn ist das schwächste, lol. Giftzahn ist das schwächste von allen. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal... Ja, er wird für einen Mogelhieb gehen. Ja, okay, ich gehe jetzt einfach mal für einen Feuerzahn. Der Mogelhieb wird auf mich kommen. Okay, das war klar. Natürlich. Aber ich hoffe, dass... Wow, er hat Speed tatsächlich. Wow, okay, der Turn war ziemlich gut. Da er jetzt machen kann, was er möchte. Und da ist der Heiß Orb, okay. Also hat er sogar... Ach, stimmt. Harayama hat ja diese Fähigkeit wie Ursaring, ne? Okay, das könnte böse werden. Das ist auf jeden Fall Skorgro und ich verstehe nicht, warum Skorgro. Aber okay, ich will dieses Bugs mal weghaben. Deswegen gehe ich jetzt einfach für das und ich hoffe, dass ich outspeede. Denn das kann ziemlich gefährlich werden. Harayama wird auch gefährlich sein, aber wir haben ein physisch-defensives Flug-Pokémon hier, was ziemlich alles resisten sollte, was er kann. Und ich hoffe, dass ich zuerst bin, weil Hausbruch steigt die Init zweimal und bei Drachentanz leider nur einmal. Und ich outspeede immer noch. Wow, okay, das ist super. Denn jetzt ist dieses Bugs mal weg und den Volltreffer auf jeden Fall gebraucht, denn ohne das wäre Bugs auf nicht K.O. gegangen. Da kommt der Abschlag. Ja, der Heiß Orb, aber der ist ja sowieso... Der ist ja sowieso schon geprockt. Warum? Warum? Eishieb? Er hat Eishieb und geht auf Monagoras. Okay. Ja, okay. Ist ein größerer Threat in dem Moment, aber Skorgro ist vierfach schwach gegen Eis. Na gut. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß, was wir machen. Ich hoffe, dass Makuhita, Harayama mit einem Eispunch auf Florence geht. Denn dann wird... mein Schwächeschutz aktiviert und einen Eispunch werden wir auf jeden Fall überleben. Da das mein physisch-defensives Florence ist, was wir hier dabei haben. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber theoretisch wäre der beste Play für ihn Eispunch auf Skorgro. Ich bin gespannt. Okay, da ist die Mega-Entwicklung. Leo hat jetzt anscheinend sein Team geupdatet, ein Step-Up gemacht ins OU. Skorgro-Toxin, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn das Pokémon wird jetzt wahrscheinlich... Wow, Feuersturm auf mich. Wow, das hat gereicht. Okay, krass. Und jetzt wird ein Eishieb kommen. Oh, shit. Okay, wir befinden uns ziemlich in der Scheiße. Da sie unser gesamtes Team countern. Und jetzt bereue ich tatsächlich, dass ich keine OUs mitgenommen habe. Eieiei, das ist nicht so schön. Jetzt müssen wir abgehen. Aber ich habe nur noch Yggdrasil da und das Ding hat Feuersturm. Wow. Wow. Okay, die einzige Möglichkeit, heil aus dem Ding rauszukommen, ist, wenn er jetzt mit Lichtkanone auf dieses Ding geht. Aber warum hat er das nicht vorhin schon gemacht? Verstehe ich nicht. Okay, ich werde auf jeden Fall für einen Protect gehen, um dem Feuersturm zu entgehen, denn einen Feuersturm will ich doch nicht catchen. Ich hoffe, dass er für Lichtkanone geht. Er muss für Lichtkanone gehen, denn er kann selbst von Feuersturm ziemlich hart getroffen werden. Aber die Kampfattacken von Makuhita machen uns beiden ziemlich wenig, bis gar nichts. Mal schauen, da kommt der Feuersturm, ich schütze mich selbst. Und jetzt will ich eine Lichtkanone sehen, mein Freund, sonst... Da ist die Lichtkanone, sehr gut. Okay, vielleicht können wir dieses Battle sogar noch zurück erlangen. Ich verstehe nicht, warum er zuerst vergiften wollte, wenn er doch ein... das Ding hat. Okay, aber... der Abschlag. Wow.
Und natürlich killt der. Okay, krass. Crazy. Das war der Schwächenschutz. Alter, dieses Makuhita, ne? Pokebot. Was ist das? Und jetzt bin ich schon wieder alleine. Das ist doch kacke. Was machen wir denn da? Holzhammer auf Makuhita. Das ist gerade das, was mir einfällt, denn ich möchte keinen Abschlag fangen. Aber ich glaube, er wird outspeeden. Das wird auf jeden Fall resisted. Aber Makuhita... Nee, ich outspeede. Wow! Yggdrasil outspeedet ein Hirayama? Holy shit, Alter. Okay. Ah, ganz knapp nicht die Citrus geprockt. Das ist nicht so geil. Und da kommt das Lamos. Lel, 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 lel. Und der hat bestimmt Eisstrahl, ne? Ja, dann gehe ich jetzt einfach mal für eine Dunkelklaue Lichtkanone. Okay. Wow, das war ein Volltreffer. Okay. Der hat zwar gemeddert, aber... Ja, wir hätten... Ja, nee. Lamos ist ein physisch-defensives Pokémon. Das hätten wir auch mit einem Volltreffer wahrscheinlich nicht geplättet. Auf jeden Fall verlieren wir wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an mir liegt. Auf jeden Fall der mit mir im Team spielen muss, verliert. Das finde ich nicht so cool. Aber mal gucken. Ich werde jetzt noch so ein Battle machen. Mein Team aber wechseln. Und dann sehen wir mal, wer hier verliert, meine lieben Freunde. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ich lasse die Jujus mal zu Hause. Und spiele mal mit eurem, bei eurem kleinen Spielchen hier. So, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde. Daumen hoch, wenn nicht. Ihr wisst Bescheid. Ein bisschen Support. Wie in jedem, wie nach jedem Video. Ein bisschen Love für alle. So, ja, ich hoffe, euch macht das, ich würde mal sagen, Format, wenn man es so nennen kann, Spaß. Mir macht es auf jeden Fall Spaß und ich glaube, den Jungs hier gefällt das Ganze auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem Wi-Fi-Battle. Bis dann und tschüss.